So, von den Infos hat sich das aber eigentlich gelohnt. Also über die Mission. Wir haben keinerlei größere Schäden gehabt. Den Leuten geht's gut. Ein bisschen Geld geholt. Der Attentatauftrag ist für die falsche Fraktion. Ich bekomme was, wenn du meinen Link benutzt, ja. Ich bekomme auch was, wenn du am Ende einfach meine Creator-ID eingibst beim Epic Store. Halt das D-R-P-R-O-F. Ganz einfach, Dr. Proof. Das ist das einzige Schöne am Epic Store. Vor allem, dass sie halt auch automatisch, die haben mir vorher irgendeine ID gegeben. Und da haben die sofort das umgeändert in den Namen des Kanals und haben gesagt, hier, deine ID finde ich eigentlich super passend. Kann auch keiner vergessen. So, 200 Tonnen, da müssen wir auf jeden Fall den Hero Javelin mitnehmen. Und können noch 2x50 Tonnen mit reinnehmen. Bibouchet, Hunchback. Ach, verdammt. Moment. Dann nimmst du den BJ1X. Ich könnte doch immer darauf achten, dass der jetzt Energiewaffen eher kriegt als er, ne, wegen dem einen Punkt Unterschied, aber es ist halt Pillepalle an der Stelle. Das ist ein kleiner, einfacher Auftrag, das werden ja wohl alle überleben. MGs haben den Vorteil, dass wenn du das Ziel weiterhin gut im Visier hältst und nahe dran bist, dass das halt viel Schaden macht. Weil der MG-Beschuss halt nie aufhört. Das kannst halt durchfeuern. Ups. Ich mach schon wieder alles kaputt hier. Target acquired. Target acquired. Let's burn it down. Target destroyed. Boom, dead. Destroyed. Target acquired. Schön, wie wir alle hier kuscheln. Up with more targets converging on your position, Commander. Stay frosty. Target acquired. Upsala, tut mir leid. Roger. Focusing target. Meine Arme hängen so niedrig. Radio just went static. Someone tell me what's happening. Target destroyed. Enemy mech compromised. Target acquired. Focus target received, Commander. Got another one. Target.
Target destroyed. Jesus Christ, they're shooting at us! The HQ is taking heavy damage! Man hört doch nichts von euch. Und wenn man lang genug nicht zuhört, sind eh alle tot. Ich verstehe auch nicht eigentlich, warum das Spiel Spaß macht. Aber es ist weiter. Also ich denke, es ist einfach die Suche nach der besten Lanze und die besten Mechs und es ist halt dieses Progress, ne? Das ist, glaube ich, so derselbe Effekt wie Pokémon sammeln. So ein bisschen. Du wirst stärker. Target acquired. Ich glaube, der Grünschnabel da hinten hängt irgendwie fest. Entschuldigung, danke. Schon mal im Voraus. Danke sehr, Sarolon und Rest. Ach ja. Wenn ich alt bin, wird man Niesen am Steuer verbieten. Weil dadurch können ja Unfälle entstehen, also sollten wir es mal lieber verbieten. Vor allem, wenn du mit einem 75-Tonner die Straße runterfährst. Target acquired. Barat hat übrigens heute gesagt, wenn wir Landwirtschaftssimulator mit Yordlepower zusammenspielen wollten, würde er mitmachen. Aber ich glaube, sie haben gesagt, sie wollen Farmers Dynasty spielen. Target destroyed. Target acquired. Enemy forces continuing to converge on your location. Stay frosty, Commander. Ich glaube, wenn man wasn't built to withstand military grade weapon fire. We need to pull them away from the buildings. Neues Projekt incoming. Oh, hast du heute schon den Sellerie gegossen? Du hast es fast geschafft, vorbeizulaufen. Kill confirmed. New target acquired. Oh, gas tank just blew. Don't let them get any other ones. Oh, oh. Hitze 99. New target acquired. Ich glaube, Farmers Dynasty hat einen Multiplayer, ja.
Hat jetzt vorhin nicht so genau geguckt. Ich denke mal, wenn die sowas vorschlagen, dann sollte da schon ein Multiplayer drin existieren. Target acquired. Lance target engaged. Eigentlich hatten wir zuerst über Tools Up sinniert, aber Tools Up kannst du nicht im Multiplayer spielen. Tools Up hat nur ein Splitscreen-Multiplayer auf dem PC, weil die versäumt haben, das mit einem Netzwerkcode zu versehen auf dem PC, dass man irgendwie Multiplayer spielen könnte. Das ist nämlich so ähnlich wie Overcooked, nur in Richtung von Renovieren. Tut mir leid, aber ich muss mal eben hier durch. Sehr gut. Tango smoked. Damit kann ich gerade leben. Target acquired. Kein Mensch spielt hier unfair. We got you, boss. Overall integrity. We need to turn this around. Gotcha. Let's do this. Destroy. Congratulations, so, Commander. Das war's. These people owe their lives to you. Alles gelogen. Quarktasche, das ist sogar eine gute Idee. Den PPK gegen schwere Laser auszutauschen. Ich bin eh nicht so der Fan von 10 unterschiedlichen Waffen auf demselben Mech. Ach, Haus Steiner, warum sehen eure Mechs so hässlich aus? Also so eure Lackierung.
So ein nobles Haus. So hässliche Farben. Obwohl, es liegt nicht mal an den Farben. Zone 8. Die Lackierung ist reine Optik. Ich habe ein Rastwaffensystem, aber ich habe es noch nicht einbauen können. Hab gehört, in Haus Kurita-Lackierung kämpft es sich besser. Das ist Unsinn. Invasionsverteidigung, Davion. Die Föderation der Vereinigten Sonnen fordert die Dienste einer verlässlichen Söldnertruppe für die standhafte Verteidigung an. Ja. Wir helfen lieber denen, wo wir einen besseren Ruf haben. Obwohl die Mission wird bestimmt nicht so einfach werden. Mir reicht's jetzt, ich mach alle jetzt in Haus Steiner Farben. Erstelle auch ein eigenes Farbschema. Ja, irgendwann. Wenn ich mit dem Let's Play durch bin und alle Story-Kampagnen-Missionen fertig habe und 400 Tonnen in die Schlacht schicke. Ach, 46er Aufträge, 44er Aufträge. Willst du nicht jeden Planeten besuchen, wäre doch das Mindeste. Nein. Jeden Planet zu besuchen wäre ein bisschen viel. Und es ist ja System, nicht Planet. Enemy forces are looking to destabilize the region by destroying the local food suppliers. The native people are raising all the help they can to stand with us against these aggressors and save their facilities in order to avoid starvation. Don't let them down, Commander.
Now fan out and take defensive positions. Prepare for incoming hostiles. Target acquired. Ach, Leute. Our communications tower has been destroyed. I got it. Haus Steiner kümmert sich um euch. Gut, den mal eben runter. Got another one. Target acquired. Target destroyed. Target eliminated. New target acquired. Dynasty unit squad taking heavy damage. Initiating ejection procedure. Ongoing critical. Hostiles inbound. Brace for contact, Commander. Sechsmal verkackt bei der letzten Mission. Woher willst du wissen, was die letzte Mission ist? That was easier than I thought. Target acquired. Dynasty unit engaging with mercenary forces. Weil ich meinen Vater räche und diesen komischen Typen abschießen soll. Tja, dann bist du wohl am Arsch. Dein Vater spricht in Schande über dich. Weil du nicht in der Lage bist, ein paar Gegner zu töten. That kill was mine. Ja. Sohn stirbt auf der Flucht und Ende. Target acquired. We've got your target, Commander. Scrap that one. Als Söldner gibt es keine letzte Mission. Doch, die Mission, von der du nicht zurückkommst. More enemies inbound. They really are gunning for you, Commander. Watch out. Focus target has been updated. Wow. Und runter mit dir. Danke fürs Verschenken für einen Abo, Micha. Upsala. Geh mir aus der Bahn. Geschütz war eh schon kaputt. Genauso wie eure Treibstofflager. Aber die hätten ihr wenigstens einfügen können, dass sie sagen, aus welcher Richtung wir kommen.
Das ist eigentlich das Einzige, was mich wirklich nervt an diesen Verteidigungsmissionen. Nicht mal, dass mein eigenes Team die Basis zerstört. Ein Urbanlicht mit einer AK-20. Wie ich das jetzt gerade richtig gesehen habe beim Scannen. Ja. Zwei sogar. Das war der erste. This area is operating at half strength, Commander. If you're going to make a move, now is the time. Das Game ist nach ein paar Stunden immer noch genauso gut wie am Anfang. Man muss halt Nex mögen. Shit. We got you, boss. Geht doch. Ich glaube schon, dass es Leute gibt, die keine Mechs mögen. Also amerikanische Mechs oder die nur asiatische Mechs mögen. Was mir immer so ein bisschen geärgert hat, wenn Magazine darüber berichtet haben, gesagt haben, ja, aber es gab ja schon Mech-Spiele wie Hawken. Wobei Hawken ganz klar eine Adaption ist von schnellen japanischen Kampfmech-Spielen, die halt in diesen Anime-Bereich reingehen, wie Neon Evangelion etc. Und ich finde, das ist schon ein massiver Unterschied. Mechs bereichern alle, auch deine Grillparty. Du hast noch keinen Atlas im Spiel gesehen, wahrscheinlich weil der erst relativ spät kommt, wie alle 100 Tonner. Aber ich denke mal schon, dass der Atlas drin ist. Es gäbe, glaube ich, von der Zeit her keinen Grund, warum er nicht da wäre. Ja, wird auch im Chat schon gesagt, Atlas ist drin. Hui, Feuerwerk! Ich weiß nicht, ob alle drin sind, es sind aber 58, glaube ich, hatte mal jemand geschrieben. Ich habe gesagt 50 plus und dann hat einer geschrieben 58, wobei diese 58 halt unterschiedliche Ausstattungen noch haben. Toll, kann ich nicht mitnehmen.
Schwerer Laser, Medium Laser. Es sind 58. Juhu! Was hast du denn hier kaputt gemacht? Müsste eigentlich hier irgendwo dann auch eine Rekrutierungszone sein. Entlegene Region entdeckt. Die Lanze via Voice zu steuern ist kein Mod. Das ist, wie schon jemand gesagt hat, Voice Attack. Da kannst du einfach Sprachbefehle auf Tasten legen. Und das gibt es seit dem ersten Tag schon dafür. Buenos Aires. Hä, das wurde doch im ersten... Nee, im zweiten Backkrieg zerstört. Vermisch mal einfach alles. Ein Victor, 80 Tonnen. Let's do this, Commander. Drinks are on me when we get back. You looking for a... Ready, sir. Let's get to work. Ready for mission briefing and drop preparations. Ready for mission briefing, my friend. Du kannst doch irgendwo hingucken und den Typen... dahin schicken. Oder meinst du, du willst als Teil 4 haben, dass du auf der Karte einen Navigationspunkt setzt und dort jemand hinschicken kannst? Was für eine Tonnage? 270? Ne, da will ich erstmal die neuen Piloten ein bisschen ausbilden, bevor ich sowas mache. Rakete AK Laser.
Captain Krog. Laserrakete. Kann nur Pirater bleiben. We have been hired to defend a local farming commune from incoming hostiles. They will provide whatever help they can muster, but don't expect too much from them. Move out and make contact with them at the designated nav point. You've reached the target, Commander. IFF transponder codes received and confirmed. Welcome to Outpost Charlie. Now fan out and take defensive positions. Prepare for incoming hostiles. Toll. Stehen die schon drin. All fuel reserves have been destroyed. Enemy eliminated. Target destroyed. Target acquired. Moving on. Lance target. Target destroyed. Target acquired. Roger. Focusing target. They've blown up one of our warehouses. Target acquired. I've lost contact with command. Radio tower has been destroyed. Let's take them down. Target destroyed. Bam. Target acquired. Copy. We're on it, sir. Target. Enemy forces continuing to converge on your location. Stay frosty, Commander. Target acquired. Er muss gleich wieder was anderes spielen. Ich weiß nicht, irgendwie nach einer gewissen Zeit ist mein Gehirn Matsche dabei. So ein bisschen wie bei... Na, das ist ein scheiß Vergleich, ey. Aber wenn ich Serious Sam zum Beispiel damals viel gespielt habe, da habe ich auch in der Zeit gedacht, boah, ne, jetzt ist genug geballert gewesen. Also, muss ich auch keine Mechs mehr kaputt schießen oder irgendwelche Leute, die mit explodierenden Bomben auf den Händen auf mich zulaufen. Headquarters is being hit. Repeat. HQ is taking heavy damage. The area is taking a beating, Commander. Don't give them the opportunity to cause any more harm. Target destroyed. Target acquired. Coordinating air attack. Target destroyed. Guten Abend, Kira. My scope is lighting up with more targets converging on your position, Commander. Stay frosty. Target acquired. Unable. Target info is invalid. Firing on the commander's requested target. Gibt's eigentlich legendäre Mech-Piloten? Target acquired. So wie bei Battletech?
Frage, hast du Aquanox Deep Descent zum Probespielen? Nee, ich habe vor 2 Jahren zwar die Entwickler getroffen, aber es war ja recht still. Ab da. Recon has spotted additional bogies, heading along a trajectory that intersects with your position. Die haben ja sogar die Beta-Phase gecancelt. Wozu ich eigentlich einen Key bekommen habe. Und dann ging ja gar nichts. Damals. Obwohl es einen ganz guten Eindruck gemacht hat. Ist grafisch nicht total Bombe, aber so vom Einfang des damaligen Aquanox-Feelings fand ich das nicht schlecht gemacht. Focusing our fire on target. Target destroyed. Target acquired. Heat critical. Ach, sein Cockpit ist so verdammt klein. Jetzt sei doch nicht traurig, Bloodpool. Was nicht ist, kann ja noch werden. Enemy mech down. Target. Kill confirmed. Target. Hostiles inbound. Brace for contact, Commander. Destroy. Heat critical. Mercenary Lance, be advised. Friendlies are in the field. Watch your fire. Target acquired. Target destroyed. Hm, kam hier das Ding nicht runter? Ah, da kommen sie. Target acquired. Attacking shared target. Dynasty unit, take out all mercenary forces. Target destroyed. Target acquired. Dann wäre da noch Biomutant. Biomutant, so viel ich weiß, gibt's noch keine Keys. Ich hab's auf jeden Fall auf einer der Plattformen, wo ich bin, verfolge ich das. Wobei ich die Biomutant-Vorstellung auf der Gamescom nicht gut fand. Das einzige Schöne war, man kann seinen Charakter lila machen. Vom Biomutant. We're on it, Commander. Target destroyed. Be advised. Dynasty unit has gone critical. Our employers will be pleased that we have held our ground and saved this facility. Good work, Commander. Du kannst halt deinen Biomutanten farbschematechnisch anpassen und so weiter. Bei Steam steht immer 2019. Ja, so wie Warcraft 3 Remaster 2019 kommen sollte. Manchmal stimmt das halt einfach nicht, was bei Steam steht. Jemand mochte meine Beine nicht.
Anscheinend verschieben sich ja wirklich die Grenzen so ein bisschen, oder? Ich habe nämlich das Gefühl, dass Haus Davion hier immer weiter rüberzieht. Dadurch, dass ich den in den Konflikten unterstütze. Dir auch ein paar schöne Tage, Sarulon, und frohe Weihnachten. Will ich aber nicht helfen gegen Haus Davion.